Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Shadow of the Colossus hier mit mir, dem Saints, und das Ganze natürlich beim Levi. Wie gehabt im Crossover LP, und jetzt schauen wir mal, also zum Huch, mal falsch abgebogen, passt schon. Ist mir auch schon passiert, solange es keinen Unfall gibt, ist alles okay. Und wir wollen mal gucken jetzt hier, wo es weitergeht. Der letzte Koloss, der war ja ein bisschen sandig, die Geschichte. Und zum nächsten Koloss haben wir ja fast gar nichts gesagt bekommen. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, da entweder gibt es über den nicht viel zu sagen. Oder was ich eher glaube, dass das so ein fieser Möppel ist, denn den wir hier gleich richtig böse zu spüren bekommen. Und es geht diesmal auch in eine Richtung, in die sind wir, glaube ich, noch gar nicht gegangen zuvor. Oder zumindest sehr selten. Und das sind immer wieder diese stark erodierten, ja, ich möchte fast sagen, natürlichen Brücken, die diesen Tempel irgendwie in seinem Zentrum mit dem Rest der Karte verbinden. Sehr schön gestaltet. Aber was hat das noch eine tiefere Bedeutung, dass dieser Tempel genau im Zentrum ist? Oder auch nicht? Und zuerst mal haben wir jetzt hier vielleicht sogar... Ah, gut, den Grappler, den sehen wir direkt. Das gibt jetzt hier wieder so eine Glanzleistung, hoffe ich doch. So, das ist ein One-Hit-Wonder. Und ich glaube, der steht nicht mehr auf. Und da haben wir auch noch einen Baum. Und diese Schreine, habe ich im letzten Part ja schon mal drüber gesprochen. Also mit diesen Schreinen habe ich immer noch keine Ahnung, weil der genaue Sinn sich mir einfach nicht erschließt. Außer, dass halt hier diese netten Ausdauerviecher rumkrabbeln. Aber gut. Na komm, sammel das auf. Da hinten liegt das. Und die Ausdauerkugel, die ist ja bald, nimmt ja bald schon ein Drittel vom Bild ein. Du, das wird ja... das wird ja richtig gut. So, und wir müssen... ziemlich da unten Richtung Eingang, wo wir eigentlich herkamen. Ganz am Anfang, in Part 1 über diese Brücke, das Intro von dem Spiel fand ich hammergeil. Vor allem diesen fließenden Übergang, der uns vom Intro quasi direkt in den Startscreen und von da aus ins Spiel gebracht hat. Mit diesem einfach supergeil. Ja, und da in diesem Bereich der Karte waren wir noch nicht so oft. Auf dieser Seite waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Und da vorne sehe ich doch schon wieder... ein Schrein, oder waren wir an dem schon? Ich meine, an einem dieser Schreine waren wir schon. Der Levi weiß es zum Glück, wo wir schon waren und wo nicht. Ja, hier kommen jetzt natürlich hier diese eigentlichen Texturen, der Sand, das kommt dann alles relativ spät. Gut, das ist natürlich, es ist nach, obwohl es halt HD ist, es ist halt trotzdem PlayStation 2 Technik, also da darf man halt sich jetzt keine Wunder erhoffen. Die Grafik finde ich trotzdem super schön für PS2-Verhältnisse. Und ja, da sind wir mal jetzt natürlich gespannt. Da hinten geht es wohl in das tiefe Loch. Hm. So nah am Eingang, denn dann scheint es ja eher ein inaktiver Koloss zu sein. Sonst hätten wir ja zumindest im Titelscreen irgendwo gesehen, wenn er da rumgeeiert wäre viel. Und da ist noch so ein... Ach, du ahnst es nicht. Ach gut, das war jetzt aber, ne? Der Noob hätte das nicht gemacht. Ein beherzter Sprung vom Rücken des Pferdes in die Suppe. Und scheint erwartet er uns hier auch irgendwo schon. Hm. Ja, da sehen wir wieder, wie das Schwimmen wirklich sehr, 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 sehr langatmig ist. Da oben ist irgendwas. Da oben wohnt irgendwas hier in der Schlucht des halbmondförmigen Mondes oder in der Schlucht des sichelförmigen Mondes. In dieser Tempelgeschichte hier. Um nochmal die Indiana Jones Parallele aufzugreifen. Ja, jetzt bin ich hier mal gespannt, wie es da weitergeht. Wie? Was hat der jetzt zu bieten? Was hat der jetzt auf dem Kasten, der Koloss? Hm. Ist
jetzt ist er noch inaktiv, wie es scheint. Und hier ist wieder so ein... so eine Art alter Tempel. Wer hat das gebaut? Wer... welche Magie hält hier die Flammen am Leben? Wer macht da so eine Schlucht hin? Oh, und der spricht sogar. Ach, du Liebe. Das sieht aus wie der Hund aus Ghostbusters. Hör doch auf. Ach, mit so Hörner. Ich überlege gerade, mit so Haue. Wie so ein Ebber. Und jetzt heißt es wohl hier... ist das geglitscht? Oh. Naja, kommt zumindest nicht ran. Und wir kommen auch nicht raus. Säulen kuscheln, das haben wir natürlich früher auch in WoW in der Arena gemacht. Ob das jetzt vom Spiel so vorgesehen ist oder ob mal hier, ob hier der Levi mit natürlich viel Wissen an der Spielmechanik rum geglitscht hat oder beziehungsweise rum die Spielmechanik einfach nur clever ausgenutzt hat, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das wird er mir im Nachhinein bestimmt erzählen. Auf jeden Fall kann der Möppel hier, kann keine umgestürzten Säulen oder generell Hindernisse überwinden. Der ist jetzt hier erstmal out of order. Oh, das sind ja so Sprungaktionen, die hasse ich ja, ne? Das kann man ja ruhig so sagen. Also diese Form, nein, sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Und jetzt die Frage, kommt er da jetzt... aha! Gott gab den Menschen das Feuer und der Hund mit Stoßzähnen, ein Elefantenhund, der hat das Feuer, also... Alter, wie... weißt du, woher willst du das wissen? Das frage ich mich immer. Und das kann ja so nicht gedacht sein, dass du hier die Spielmechanik so für dich arbeiten lässt, sondern ich gehe eher davon aus, dass du das hier in schmerzvollen einzelnen Schritten lernen musst, wie du hier aus diesem... okay, erst gehst du da hoch und dann springst du wieder runter. Was machst du denn da? Ah, die Fackel anstecken nur da oben, alles klar. Und der hat wohl furchtbare Angst vor dem Feuer. Ah, okay. Was war das jetzt? Das war es aber noch nicht, oder? Oh, 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 der hat sich ja wieder... ach, du Scheiße, jetzt haben wir hier den Ritt auf dem wilden Ochsen auch noch, du. Ah, es hätte so schön sein können. Ich habe gedacht, na, der ist jetzt natürlich wieder auf dem Weg zurück, ne? Und Schaden ist natürlich was anderes. Also Schaden machen wir dem jetzt auch keinen. Er hat auch seine Stoßzähne verloren, wie es aussieht. Und nur so zwei Hauer, wie so ein Elch. Wie so Elchhörner, wie so ein Elchgeweih sieht das aus, was er noch im Gesicht hängen hat, die Überreste hier. Ach, du glaubst es nicht. Jetzt will der natürlich in sein Tempeltier zurück, ganz schnell heim zur Mami. Ist er gerade auseinandergefallen, nur beim Weg nach unten. Ach, was ein Vieh. Na komm, da muss jetzt noch ein bisschen was gehen. Aber das ständige Geschüttel natürlich. Durch das Gereit. Man hat also wirklich nur dieses winzige Zeitfenster, kurz bevor er sich anfängt zu schütteln oder kurz danach. Um dann wirklich Schaden zu machen. Und das war jetzt natürlich nicht viel. Also da muss hier alles sitzen. Alter, was ein Assi-Mob. Tut mir leid, aber das ist doch... boah. Jetzt wissen wir auch, warum der Levi so ordentlich hier die Ausdauer eingesammelt hat. Und jetzt sind wir natürlich gleich wieder zurück. Ja, und konnten keinen Schaden machen, konnten... ja, müssen uns hier geschlagen geben, müssen jetzt erst wieder das Feuer entzünden. Wahrscheinlich alles nochmal von vorne. Erst eine Fackel runterholen. Oder können wir jetzt direkt auf ihn drauf? Ne, wir müssen erst mit der Fackel wieder in den... wow, Freund. In den Abgrund stoßen.
Und dann... Wow. Ja, hat der gute Wender mal ein Feuerzeug dabei. Alter Schwede. Also hier wäre ich, glaube ich, spätestens verzweifelt. So, und jetzt, mein Freund, jetzt gehst du aber. Wo ist er? Ja. Also das Feuer möchte er nicht. Schön gemacht, wie er auch ängstlich guckt. So, und da geht es wieder abwärts. Da fällt er wieder auseinander. Oder beziehungsweise diese... Die Rüstung ist ihm ja abgefallen. Vielleicht können wir die Fackel jetzt noch in Betrieb lassen. Jawohl, sauber gelandet. Und jetzt können wir erstmal ein bisschen Schaden machen. Vielleicht gleich noch einen. Ja, hier können wir keine sehr starken. Jawohl, ich glaube jetzt haben wir ihn. Jetzt ist er getrieben wie die Wildsau und damit war es das. Ja, viele schwache Hiebe, viele schnelle Stiche. Und auch da muss dieser Koloss sich geschlagen geben, der sich dort in den Tempelruinen zu Hause gefühlt hat. Und vielleicht sind wir jetzt wieder ein Stück näher unserem Ziel. Aber es ist nur... Doch, das ist ihre Stimme, wie es scheint. Da sind wir wieder zurück im Tempel. Nicht. Ja, wir haben die Stimme hier der Holden Maid gehört und da geht jetzt hier Nummer 11 zu Bruch. Ja, und die Stimme klang ängstlich. Wahrscheinlich irrt sie irgendwo durch die Dunkelheit, kann ich mir vorstellen. Und die Frage ist, hören wir die Stimme, weil wir uns ihr nähern oder weil sie uns, weil sie sich uns nähert? Das ist halt die Frage jetzt hier. Stirbt Wander, weil er diese ganzen Schatten in sich aufnimmt oder kommt sie zurück ins Leben? Und wieder eine kryptische Ansage hier des Dormin. Und wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin sage ich mal, macht's gut. Ciao, ciao.